lassen. Ich hab dich doch eingeladen, ich hab dich doch eingeladen. Was? Dein Freund schläft doch eh gerade. Ja, so mehr oder weniger, eher weniger. Ja, weniger. Ich hab sie umgebracht. Nee, man schläft nicht. Er hat sie umgebracht. Er schläft nicht so wirklich. Also sie ist leise, ne, aber... Das Ding ist, Alex und ich, wir können ja auch gleich weiter zocken. Aber wir brauchen halt einen vierten. Ja, ich werde schon jemanden finden. Nee, der ist auf dieser... Beach Party. Nein, nein. Also ihr seid übrigens Stern. Eingeladen, ne? Also ihr solltet theoretisch eine Einladung haben. Dann Alex, weißt du, was wir gleich machen können? Wir können eine Runde CSR spielen, weil der Server läuft bald ab. Oh Junge, ich will halt mehr spielen, ne? Ja, mehr. Ja, sollen wir gleich eine Runde? Ja. Okay. Dann spiele ich eine Runde FIFA gleich, nach der Mission. Also ihr solltet eingeladen sein, zumindest die im Online-Modus schon sind. Ah, okay, ja, warte, dann gehe ich kurz auch wieder online rein. Wunderbar, Skillocker ist drin. Annehmen, so wurde angenommen, yo. Jetzt hoffe ich nur, dass das Spiel nicht gleich abkackt bei einem. Ich glaube, ich klopp mein CPU und von den ganzen Gigahertz direkt hoch. Ja, explodiert das Teil. Mehr als das Teil. Auf 4, 5, Alter. Martin, wir warten auf dich. Komm mal. Back to the back. Oh Junge, dieses Nasenspray, das klatscht auch echt direkt ins Hirn durch. Was pfeifst du dir rein? Ach, weiß nicht, irgendwie Kokain als Spray oder so. Also, huh! Spray! Ich bringe ihn aus dem Fenster. Sag ich den in weit. Also von mir hast du ihn schon. Ich kann ihn nicht nochmal. Ja, ich hab's aussehen gelöscht. Okay. Ab. Ja. Deswegen ist, ich habe immer ganz viel im Wald von irgendwie einem Typen, wenn ich die alle lösche, kommt auf einmal deiner und so schnell kann ich den nicht aufhören, eine Leertaste zu pressen. Dann ist er weg. Wie das eigentlich sein kann, von einem Typen so 10 in Wald. Wie soll der bitte schon 10 Sachen gleichzeitig spielen? Ist halt auch nicht immer der gleiche. Also ist es halt immer 10 in Wald vom selben, aber nicht immer derselbe Typ, der mir die in Wald schickt. Ach so, okay. Los. Ja, du weg. Über was hören wir denn morgen eigentlich Musik? Über seine Boxen im Keller. Aber sein Zimmer ist ja nicht im Keller, ne? So, Alex. Nein. Wir nehmen Tarnung. Oder? Tarnung Guerilla. Oh, ja, hier kann das. Moment. So, ich bin bereit. Ja, dann warte, nehmen wir genau. Moment, nehmen wir die. Also, wir nehmen mal schwarze Plastikgesicht. Ich bin bereit. Moment, oder was Moment, ist denn das? Unter taktisch? Ja, taktisch. Warte mal. Warte mal ganz kurz, wir müssen leider mal mein Muscle Car nehmen, weil mein anderes in der Versicherung noch hängt. Ja, ist das eine Mission sonst für meinen Sergeant? Nee. Das ist doch die, die wir eben gespielt haben. Ja, wir müssen da eigentlich nur hin. Ja. Ich habe halt mein Muscle Car kurz genommen. Ich fahr mal bei euch mit, okay? Ach, klar. Nee, geh nicht, ich zwei Sitze. Oh. Und hier vermehrt schon mit. Kannst bei Alex uns. Bei Alex. Ja, bei Jan. Ich schau mich mal drauf. Meine Tür nicht zu machen, ich geh da so nicht. Jetzt hab ich die dicke Michael auf dem Hof. Jetzt mal. Spiel mal ein bisschen Musik ab. Man, Wunsch, Wunschradio? Ja, warte. Alter! Ihr seid solche hier, Mixer, ja. Ich kann's nur wiederholen. Obviously, this is a malware-style attack, so we need to get the Trojan in without being identified. Featuring the Birne. Surgeon with no obvious signs of tampering, so once it's in place, it shouldn't be flagged as suspicious. Los Santos, the box radio, everywhere. The rest is up to you. If there are guards in each other's sight lines, you'll need to coordinate your takedowns. Standard procedure for a gang of no good. Das war mal offen zu labern, ich will Musik hören. Ja, echt schon, ne? Danke. Alter! Der hat bei mir so geleckt. Ja, bei mir auch. Die lecken immer hier im anderen Modus. Ich glaube, wir sterben, bevor wir eintauchen.
Mach nochmal Musik rein. So ja, das Schild kann man nicht empfangen. Das ist auch mal auf der rechten Seite von. Oha. Das Ding haben wir nicht mitgenommen, ne? Alter, wenn man von vorne guckt, Alex. Warte. Oh, scheiße, Alter. Wir werden so sterben, Alter. Oh nein. Bitte nicht. Ich bin nicht bereit zu sterben. Nein. Oh nein. Michaela, beruhig dich. Nein, so lange im Steuer sitzt nicht. Ich sitze nicht am Steuer, ich sitze am Lenker. Oh! Oh! Hier, was kannst du noch ein Lubo machen? Nicht eine, nicht ein Pizza-Pappel. Alter, ihr Pisse. Das Lenken ist nicht im Arsch mehr. Glaube ich. Aber wenn es nach rechts geht. Reibe ist auch dezent quergestellt. Oh Scheiße, oh Scheiße. Scheiße. Jetzt sind wir heller als wieder. Boah, ja, über die Mauer. Ja, immer auf unsere Haube. First bis zum Arsch jetzt. Immer auf unsere Schwache. Oh, First Person, Alter, was ist das? Alter! Ja, komm, ich schieße den Motor jetzt. Das ist ja auch krass. Ja, ne. Dann Dominator. Weil ich kann eigentlich mal hier on the fly, kann ich mal mehr eben mein Ding ausmachen, was ich irgendwie. Mars Mütze. Naja. Mhm. Sorry, ich muss noch eine Mars Mütze anmachen. Da, Ersatzfahrzeuge sind in meiner Garage wunderbar. Das hört man doch gut. Das hört man doch gut! Boah, mein Deutsch. Ja, morgen kommt halt wieder dieser typische awkward Moment, wenn man die Eltern von jemandem kennenlernt. Ja, man, freut mich eigentlich doch. Ach, kennst du doch gar nicht, ja? Nee, kenn ich auch nicht. Auch dieses, man ist auf einer Feier oder so, Geburtstagsparty oder so, man steht irgendwo, man weiß nicht, wo man sich hinsetzen soll. Das wird's halt morgen nicht geben. Boah, nein! Das Einkommen und das erste, was du machst, ist Raven. Ja. Also für Merten halt nicht, weil Merten muss ich halt erst die Kante geben, bevor Raven kann. Aber richtig so Blackout Drunk. Ja, wahrscheinlich. Der zieht sich die Hose aus oder so. Das schnallen wir Merten mit so einem Spanngurt an meinen Rücken und dann wird geraped. Also hängst du wegen so Rücken an. Nee, ich muss mir etwas, wahrscheinlich etwas antrinken, weil ich mich sonst hassen werde und naja. Was? Nein. Merten raus, bitte. Merten ist auf dem Beifahrersitz, Shotgun. Ich call für Merten, das ist ein Shotgun. Alter, ich will mal einsteigen hier, was gibt's denn? Ja, komm mal wieder zurück, ich warte kurz. Den AMD, Bruder. Den AMD, Bruder, ja. Ich hab's noch gerettet. Alter, Junge. Oh, jetzt bin ich mir ausgestiegen. Entschuldigung. Und Team AMD und los. Oh, die Couch da, du, da kann mich ja jeder noch drauf bänden. Ja, nicht so hoch ansprechen. Ich meine, wenn sie schon mit Reginald schläft, ne? Was ist eigentlich mit Vanessa Trafikante? Wollen wir gleich mal wieder lunzen, ne? Würde ich sagen. Ich habe irgendwie nicht so auf die geachtet, dass sie so hochlädt und so. Mach mal ein bisschen Musik an, jo. Wo geht's denn hin? Wo fährst du denn hin? Wo Hiefer? Ja, wo du hinfährst. Ach, scheiße, ohne Mist, du fahr ich hier, Alter. Oh, war ich hier, das ist die Frage. Sorry. Ja, das war ein AMD. Das war da. Fuck bei AMD mit mir.
ich kaufe mir sowas von das Fahrzeug. Die Musik. Rebel Radio, Junge. Scheiße. Einfach nein. Hör mal, Monster Power. Oh, Jan. Leider. Schön. Also wenig Stimmung, merken Jan, was ist da los? Ich hör kurz Telefon. Wieder da. Oha, der Feuer läuft, ist gut. Ja. Da weißt du nie, wann der Drop kommt. Dem. Ey, der Song ist halt so krass. Irgendwie auch 200 Jahre alt. Dann haben sie noch mit so einem Banjo und sowas gespielt. Jetzt müsst ihr durch unsere Heckscheibe gucken. Ja, der krasse Song. Da wieder so ein Song, den kennt jeder Mensch. Ja, ja, natürlich. Das ist echt so. Radio-Song. Da lief halt lange nicht mehr im echten Radio. Echtes Radio? Meinst du Los Santos? Genau. Real. Ach, Los Santos Rock Radio oder was? Im echten Leben. Bitte was? Was? Er meint Los Santos Rock Radio. Ja, eben. Er meint Monster Pop FM. Ja, er ist halt schon wieder so verwirrt, der Junge. Der redet irgendwas in echtem Leben. Ich meine Nonstop Pop FM, sorry. Achso. Das ist okay. Der Ray macht also ein bisschen gerund. Boah, das sieht richtig geil aus. Hat er gerade einer auf uns geschossen? War ein bisschen dreist. Surf up San Andreas. Oh, das ist krass. Das schwingt richtig. Das ist ein scheiß Sender. Das ist ein guter Sender. Das sieht gerade so nice aus, ne? Das ist nicht so gut. Junge. Hey! L. Sprenger. Jan und ich in unserer Findungsphase. Das ist so die perfekte Vorbereitungsmusik. Das ist Musik dafür. Bist du vorbeigefahren, ne? Ja, bitte. Alles klar, wir machen folgendes. Ich und Alex, also Team AMD, gehen straight durch. Als allererstes schalten wir die vier Leute, die rechts hinter dem Berg sind, aus. Dann gehen wir straight. Erstmal machen wir die beiden hier vorne am Tor. Ja, und dann rechts die vier. Jetzt kommen wir erstmal die Scheiße. Wow. Der Maus ist Civil, die der verdammt ist. Ich muss halt so kurbeln, um mich ein Zentimeter zu bewegen. Ich bin auf Todesweg hier, Alter. Das ist da nichts. Wieso ich mir bitte schon mit solchen Schrottkameras merken, wo die. Nee, ja, da gibt's noch solche Brille drauf. Ja, das ist halt ehrlich. Es ist halt auf 2:05 am Morgen, Alter. Oh, du willst halt kein Leben oder was? Das Ding ist halt auch, AM kannst du halt mit am Morgen merken. Ja, das mache ich auch immer so. Ja. Ist halt echt so. Und merken. Ich bin wieder den, der steht, du wieder den, der läuft. Warte. Okay, was soll ich machen? Warte. Dann nimmst du den Achso, du meinst hier im Eingang? Ja, ich bin den, der steht, du den herumläuft. So, Mars. Läuft ab. Oh, stimmt, warte, ich muss hier ein bisschen runterlaufen. Bisschen höher? Jo, bin unterwegs. Alles klar. 3, 2, 1, los. Alles klar. Alles klar, ich hol mir den am Auto direkt auf. Ich hol mal den, der steht, dann den gedockten. Jo. Okay, ist einer losgelaufen. Beide weg. Das Auto fährt. Das Auto fährt, gedrückt halten. Ja. Ich bleib in Deckung. Ja, Marsch, sind am Arsch. Shit. Ich war aber in Deckung. Ich auch. Vor allem von mir alarmiert. Da stand Team Nvidia. Ja, eben. Ja, ein bisschen aufpassen, bitte. Ich denke euch mal an, Mann. Kann nicht sein, dass wir wieder carryen müssen.
Stell dir vor, wir hätten uns irgendwie Team Nvidia-1, Team Nvidia-2, Team AMD-1, Team AMD-2, genau. So krass. Ring. Michaela, deine Maske. Oh, Entschuldigung. Natürlich. Natürlich. Eine Sekunde kurz. Alles klar. Kann es eigentlich sein, dass ich immer die Amateure im Team habe? Ja. So. Warte, nee, der steht da gerade hinter. Okay, gib Counter. 3, 2, 1, los. The bay is near the main switchboard for the facility and its primary generator. It's where the EMP will do the most damage and where it's least likely to be discovered. Wieder die Beine hin. Ich springe instant nach hinten links zum Mauer. Also, hey, wir haben das denn letztes Mal gemacht. Das Ding ist, wir spielen jetzt auf schwer. Das ist halt nochmal ein bisschen krasser. Nee, wir spielen auf normal. Ja, momentan ist es tatsächlich noch normal an, aber ich glaube, schwer unterscheidet sich nur durch das Leben. Ja. Das kann sein. Zum Glück darf man direkt hier wieder starten. Ja. Das wäre heftig, wenn wir alles nochmal fahren müssten. Alter. Ja, die Mission, die wir gestern gemacht haben, den heißt. Alter. Welche? Die mit dem Bank. Reschkowski, also da, wo man ihn aus dem Gefängnis rausholen muss. Boah, ich habe da 20 Versuche gebraucht. Wir auch circa. Ungefähr 500, würde ich sagen. Weil Marc immer. Oh, Scheiße, oh, Scheiße. Das waren jetzt zwar die schlimmsten Wörter, die ich da hören konnte. Oh, Scheiße. Und auch das hysterische Lachen von mir. Deswegen ist. Musste Marc immer ein bisschen beschützen, weil er war immer so, ja, ich kenne nicht so viel. Ja, aber alles gut. Wie oft hat er sich, wieso hat er sich denn so oft abknallen lassen? Ready. Nee, jetzt. 3, 2, 1, los. Soll ich den Truckfahrer gleich ausschalten? Ja, lass mal jetzt Close Range Check gehen, Alex. Moment. Soll ich den Vanfahrer ausschalten? Ich habe ihn im Blick. Ja. Ja, genau das ist, wir dürfen die Van-Fahrer nicht ausschalten. Scheiße, ja, stimmt. Deswegen, wir holen die beiden erst und dann sneaken wir rein. Okay. Okay. Merten, ich gehe über die erste, über die linke Flanke und kletter Merten die Leiter hoch. Und dann ist eine Safety-Mission. Merten, wenn wir beide an der Leiter angekommen sind. Weißt du noch? Ja, klar, weißt du. Also, dann haben wir die Safety. Einfach immer merken, so einen Schuss einfach immer mit so einem Ready bestätigen, weil das geht am besten durch. Wie wir halt alle komplett taktisch angezogen sind und Alex Mars halt mit diesem bauchfreien Lederjacke. Not ready. 3, 2, 1, okay, und dann ich latsche hier einfach mal hinterher. Und auf, ob das Auto fährt. Wenn das Auto fährt, direkt in der Mauer warten. Auto fährt, wenn das Auto fährt. Na, komm, ins in die Mauer. Warten wir, bis das passt. Komm einfach. Oder? Hier in dieser Mauer, weil dann können wir instant rüberklettern. Ah. Einfach vor, aber wir haben jetzt Zeit. 9 Minuten 17. Haben krass, wie wir hier stehen. Mach mal einen Screenshot. Marc, Jan, guck nach rechts. Okay, Merten, wir gehen rüber. 3, 2, 1, rüber. So, pass auf, wir können die jetzt am Van ausschalten. Warum folgt ihr uns jetzt? Wir können jetzt die am Van den oben ausschalten. Ich schalte ihn oben aus. Oben tot. Ich so, alles klar. Jo, komm mit. Achtung, hier stehen wieder welche. Ich positioniere mich jetzt einfach mal hier und warte kurz ab. Okay. Normalerweise steht hier vorne eigentlich noch einer. Ja, eben am Blumenkasten hier, ne? Genau. Ich komm mal nach links vor. Na, ich komm mit. Du gehst hier gleich die Leiter hoch? Genau, ich kletter direkt hoch. Einer aimt in unsere Richtung mit dem Kegel. Ich hab so selten keine Ahnung, was ich eigentlich mache. Du gehst richtig Leiter hoch, ich geh hier in den Kasten hoch. Ja, wo ist die Leiter? Hier rechts, hier, da dran. Links. Hier, guck hier. Hier. Ach da, okay, ja. Ich geh in den Kasten hoch. Okay, hier nicht so weit entfernt. Okay, komm mit. Alles klar.
Bleib du mal oben kurz stehen und warte auf mich. Oh, oh. Ich muss dann ausschalten, ganz schnell. Ja, wer hat das explodiert? Was um alles in der Welt? Was? Ich nicht! Schauen wir mal, wer es war. Nee, kann nicht sein. Ja, es ist halt irgendwas was? Explodiert. Aber das, wir kamen schon weiter vor, weiter so. Und ich habe nur auf einen Menschen geschossen und das war ein Clean Shot. Mehr uns unbedingt links ihr habt alle Schalldämpferwaffen, oder? Mhm, natürlich. Ja. Ja, dann benutzt die, weil die Snipers, ach, die lösen ja, immer ja, natürlich, aus. Klar. Aber ich habe eben eine Sniper gehört. Ich habe halt ja, eine Sniper mit Schalldämpfer. Ich auch. Ja, aber die hört man trotzdem, die sind trotzdem scheiße laut. Nee, eigentlich nicht. Klar, diese Sniper, mit der man jetzt gleich am Anfang die ersten beiden ausschießt. Wenn du damit da drinnen schießt, dann hast du direkt die Waffen. Ich weiß, ich wechsle die immer. Ich mach die immer nur für die ersten beiden. Gesundheit. Ready? Gesundheit. Ja, ja, Gesundheit von uns. Ja, ja. Mhm. Immer. Ready? Ja. 3, 2, 1, los. Alles klar. So, der Van kommt ja nicht direkt, dann können wir direkt durchrennen. Ich halte meine MP mit Schalldämpfer von mir an. Ja, ich lauf direkt durch, ne, du ja auch. Ja, okay. Geht die Rampe noch auf? Den hinten aus. In oben, ne? Ja. Aber so ein Karabiner mit Schalldämpfer kann ich benutzen, die sind nicht so laut, oder? Ja. Nee, es ist dieses Sniper mit Schalldämpfer, die eine, die ist halt todeslaut. Ja, genau die. Ich würde trotzdem nicht entdecken, also. Easy. Das ist mir letztes Mal aufgefallen, weil immer wenn wir damit geschossen haben, sind wir am Arsch gewesen. So, Mars, du kommst jetzt mal mit und du stellst dich hier hin. Also auf die andere Seite. Warte, Alex, okay. Lass mich mal ganz kurz die drei ausschalten. Und oh shit. Oh shit, latsch da rein. Okay. Die sind weg, scheiße. Okay, wir schalten dann da hinten die wieder aus. Sehr gut, sehr gut. Ich schalte ihn jetzt unten aus. Moment, oh, hast du schon weg. Wunderbar. Was musst du jetzt machen, weil ich mich nicht dazu stellen kann? Hier sind ja keine Leute. Achso, stimmt auch wieder. Noch zwei weg. Noch einer weg. Ja, wir sind ein bisschen beeilen mit dem Ausrotten. Ja, Rambe ist clear, Rambe ist clear. Rambe ist confirmed clear. Ich hol den Insurgent. Ich komm kurz mit. Ich stehe genau über der Rampe, überstürzt. Noch zwei weg. Da hat mir einen. So, die letzten beiden sind am Van. Ja. Concentration is key, people. Take an amphetamine if you have one. Ich warte kurz hier an der Seite, sobald du reinfährst. Merten, warte. Weil hier kann ich gerade nichts abknallen. Da stehe ich nämlich falsch. Ernsthaft? Oh shit! Ist das der? Fuck! Ah, sorry. Egal, nochmal. Wie kann ich den denn nicht hier? Josh, wir. GTA, der eine, der oben auf dem Walkway steht. Ja. Den übernehme ich. Du meinst, wenn wir reinkommen, rechts der? Nee, wenn du die Leiter hochklärst und ich bin der Kasten. Ja, alles da steht klar. Einer auf diesem Gatter. Genau, das ist auch mal ein bisschen das Timing, weil da muss ich mich richtig beeilen, um alle drei zu kriegen. Genau, deswegen nehme ich den. Dann machen wir einfach, du aimst einen ab. Oh, und 3, 2, 1, los und das ist alles. Ja, wir haben es perfekt, jetzt machen wir das easy. Wäre ganz cool, wenn einer von euch dann irgendwie letztendlich zum Schluss noch beide Wachen ausschalten könnte, vom Eingang aus. Das macht dann Mars und ich fahr den Truck rein. Alles klar. Genau. Mars, du bleibst am besten ewig, also in der Nähe von diesem Van und holst die beiden. Genau, ganz zum Schluss, aber das ist wichtig. Ja. Genau, die beiden müssen zum Schluss. Und ich steig schon mal in den Van. Und ihr macht drin clear. Ready. Ja, ready. Warte. 3. Ja, los. 2, 1, the base near the main switchboard for the facility and its primary generator. It's where the EMP will do the most damage and where it's least likely to be. Aber ich kann die beiden, die am Ende da stehen bleiben, schon einzeln abknallen, oder? Ja. Aber ich muss so klick. Du musst sie mit dem Scharfschützengewehr töten oder kannst du dich einfach so machen? Kannst du machen, wie du willst. Okay, alles klar.
Hauptsache mit Schild immer. Die beiden jucken halt letztendlich auch nicht mehr. Einen kriege ich wahrscheinlich sogar noch von hinten. Der eine, der halt vor dem Van steht, der ist halt das Arschloch, den man nicht kriegt. Okay, ich habe mich jetzt mal nach hier oben begeben. Warum hab ich nicht geschossen? Ja, ist tot. Leute, war da halt sonst nie. Nee, ja. das war außer Plan. Nee, der war nie da. Nee, ich hab mich auch voll erschrocken, der war noch nie da. Der war halt letztens, also gestern oder vorgestern, als wir die gemacht haben, war der immer da. Aber jetzt halt nicht einmal. Das ja. Das ist ja seltsam. Neue Position. War das der an dem Blumenkasten stand, oder was? Ja. Der wird immer gesniped. Oh Mann. Na gut, dann müssen wir wohl noch ein bisschen mehr die Augen aufmachen. Ich hab da halt nicht mehr drauf geachtet, weil es nicht mehr für nötig war. Genau, ich bin auch einfach hochgerannt. Der stand da, hat auch nichts gemacht oder so. Komischer Boy. Wahrscheinlich Corbin. Naja, kommt. Noch die gleiche wie eben. Item, nicht Corbin. Gleiche Taktik. Ich frage mich, wie man diese ganze Mission ohne einmal zu sterben oder einmal da zu verkacken schafft. Verkacken darfst du schon, nur sterben darfst du nicht. Achso. Wir schießen immer unten bei 948, okay? Und hier ist bei 45. Ja, das geht nicht ganz so gut, weil ich dich unten rechts und genau drauf achten kann. Ah ja, also dann zieh ich wieder runter, ja? Ja. Was ist denn so ein Weg hier? Wie die Rampe halt jedes Mal aufgeht. Weg und los. Ich halte dann gleich ein Auge für den Typen offen. Genau, du bist ja der Erste, der oben ist. Da steht er, da steht er, da steht er. Shit, ich werde gleich gesehen. Der Van kam eben noch nicht. Nee, die bauen ein bisschen um, das ist halt echt krass. Oh, verpiss dich mal von da. Genau. Warte, Alex schalt dir noch nicht raus, ne? Okay. Der Van fährt raus, Jan. Ja, ich stand aber im Sinn. Warte, wenn der gleich umdreht, dann piek ich raus. Ich zähl mal. 3, 2, 1, los. Dann. Ich geh über die Rampe und gib Sniper decken. Van kann langsam rein. Jan. Ja. Ganz langsam aber nur. Warte noch vom Eingang. Ich hab's. Warte kurz, Merten. Ja, die beiden da. Oh, jetzt stehen hier irgendwie noch zwei. Ich weiß nicht. Lass mich mal probieren, gleichzeitig zu holen. Also insgesamt sind es noch vier, ne? Ich seh die nicht. Genau. Ich halt auch nicht. Weiß nicht, wo die sind. Ich kann nach vorne hinlaufen, die Gefahr ist halt da, dass ich gesehen werde. Weil ich hab keine Ahnung. Beide down. Letzter Van, Mars, dein Einsatz. Genau. Den einen nehme ich dir weg. Sag Bescheid, wenn du... Einer down. Ich wollte ihn gerade. Ah, perfekt. Wunderbar. Das war's, Bulls. So läuft's. Ich steig schon mal in den Medizintruck ein, weil da... Merten, du kannst auch schon mal einsteigen. Und damit fahren wir so oder so weg. Ja, müssen wir. Und nicht schießen nochmal, Mars, würde ich nicht schießen auf die anderen, die Murray oder Truppen. Also ich soll auf niemanden mehr schießen? Nee. Okay. Die fahren gleich an uns vorbei, aber denken halt, wir gehören zu denen. Von daher. Okay, alles klar. Dann zeige ich ihnen einfach nur einen Stinkefinger. Genau, ganz normal. Pass auf, da müssen sie auf den Strand kleben, oder? Eine Bombe. Ach nee, das ticken, glaube ich. Ja. Warte, ich hack das. Sofort gemacht. Hab ich gerade vergessen, sorry. Tim. Oh ja. Same, Alter.
Oh, das ist gut. Mhm. Ganz durch. Alright, the malware's installed. Und hier rein. Sieh. Und schön die Tür zu lassen. Ja, ja. Okay. Aber nichts machen. Alex, wir müssen durch. There's a Meriwether team inbound. They have no reason to suspect you. Do not engage. Okay, hurry it up. We just lost connection. They're seeing live images on the security feed. Ich finde auch cool, dass die Scheinwerfer Schatten werfen nach vorne. Ja, das Ja, die haben an alles gedacht in dem Spiel, das ist echt krass. Geht mal alle auf unbewaffnet, bitte. Bin ich schon. Und jetzt fahr volle Kanne. Ich müsste dich dann töten. Die haben da hinten an diesen toten Winkel Rückspiegel gedacht. Oh, nice Boss. Easy. Taktik, Mission. Fertig. Ja, die macht aber richtig Spaß. Ja. Also echt. Ach, es ist. Das ist schön. Nein, das ist schön. Da kommt der Strich da. Und dann der Strich? Du kannst den Strich ziehen, Mann. Ach, Mann, immer diese Amateure unter unserem Niveau. Mann, diese Anfänger. Ach, es ist. Zu nichts zu gebrauchen. Ja, immer werde ich nur ausgenutzt. Ich hab jetzt in GTA schon 46 Stunden Spielzeit. Ja, Robin hat irgendwie 60, 70, das ist richtig krass. Was? Ja, müssen wir gucken, das ist richtig heftig. Der Typ kann doch nicht länger spielen als ich. Doch, du warst richtig oft mit deiner Freundin unterwegs und so. Entschuldigung. Ja, ich nehme dir das auch echt übel. So. Okay. Das sind jetzt keine Freunde mehr. Dammst die bitte für uns, ja? Eben, du hast das nicht mehr. Sorry. So, ich bin dann mal auf. Ja, ja, nur zu. Bis morgen dann. Jo, bis morgen. Ja. Tschüss. Ciao. Boah, dieser elendig lange Blackscreen. Ja, ich hab ihn auch noch. Aber bei euch geht's noch einen Ticken schneller als bei mir. So 5 Sekunden schneller seid ihr circa. Immer auch AMD. Aber Jan ist schon, draußen, ich meine, ne? Ja, Jan, ne? Ich meine, er schafft es mit einer Grafikkarte mit 1,5 GB, wir haben 2,5 zu nutzen. Ah. Das müsst ihr auch mal hinkriegen. Jungs, ich habe einen Saturn gefunden. Sagen wir mal gefunden, ne? Jungs, mal, hab ich gerade irgendwie gekauft. Ja, klar, natürlich. Wusste ich gar nicht. Du auch auf den Endanen mit Saturn, oder was? Ja, also ich esse kurz mein Big Macs, die sind endlich angekommen. Oh. So, ich würde mir ein Auto noch kaufen. Wagen? Weißt du, was ich jetzt mache mit einem Wagen? In die Luft springen. Ja, okay, Whistle-Lead ist gestorben. Hat dein versichertes persönliches Fahrzeug zerstört. Ja, hast es Dankeschön bezahlt. Wunderbar. Klar. Ja, klar, freiwillig. Nicht, dass ich muss oder so. Ach nee, ich bin einfach ein guter Mensch. Natürlich. Das wusste ich schon immer. Wer Alex heißt, kann nur ein guter Mensch. Das, da stimme ich dir zu, natürlich. So, ich bin dann aus Skype raus und wir sehen uns im LTS, ne? Jo, genau. Tschüss. Tschüss, Alex. Ciao, schönen Abend euch.